Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Fortnite nach etwas längerer Zeit. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich nehme kurz eine Runde Solo auf, weil ich irgendwie gerade Lust dazu hatte. Und es gab ja bei Fortnite vor ungefähr einer Woche ein fettes Update. Aber jetzt lande ich erstmal und zwar gemeines Haus da unten an der Klippe. Ich versuche oben aufs Dach zu kommen. So, da drin ist auch schon eine Chest, höre ich zumindest. Die holen wir uns gleich mal. Einfach mal schnell alles einkassieren. Ich höre auch gerade neben zwei Steps, das ist schon mal gut. Also scheinen wir relativ allein hier zu sein. Ich versuche jetzt einfach mal ganz kurz das Haus. Und zwar gab es in Fortnite ein fettes Update, nämlich kann man jetzt seine Runden im Nachhinein nochmal anschauen. So ähnlich wie bei Minecraft mit dem Replay-Mod. Welche Waffe nehme ich denn am besten? Kommt einer. Hab ich, gut. Und zwar kann man das super alles nachbearbeiten und sich nochmal anschauen und so. Ich kann jetzt mal kurz ein paar Kills, die ich vorhin gemacht habe, einblenden. Auf jeden Fall finde ich das mega nice und ich werde jetzt vielleicht immer, oder was heißt vielleicht, ich werde in meinen Fortnite-Videos das jetzt auch öfters mal mit einbeziehen, diesen Modus, diese Kamerafahrten. Und ihr könnt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Kamerafahrten haltet in Fortnite, weil es ist ein bisschen Arbeit, aber nicht so wirklich viel. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz zu den Nachbarn rüberschauen und hoffen, dass ich nicht gleich weggesniped werde, wenn ich dann über renne. Und ich bin immer noch nicht ganz der Beste in Fortnite, aber ich glaube, wenn man es in meinen ersten Runden vergleicht, ist es schon ein bisschen besser geworden. Bei Steps. Ich glaube, hier ist safe. Aber hier ist auch schon gelootet, wie es aussieht. Dann gucken wir doch. Da oben ist einer. Okay, ich probiere zu pushen. Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen leiser bin. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt nicht gewonnen habe, aber ich habe einen geilen Kill gemacht. Und ich kann ja jetzt nochmal ganz kurz erklären, wie man genau das mit dem Kamerafahrt-Dingsens macht. Man geht hier oben auf Karriere, dann auf Wiederholung, dann ist das hier die Runde, die wir gerade gemacht haben. Da können wir auch bestätigen, oder müssen wir auch bestätigen. Und dann sieht man mich halt jetzt laufen in der Third Person und ich kann jetzt hier auch zum Beispiel hier jetzt schon wenn weiter ins Game reingehen. Okay, das ist jetzt eine blöde Stelle hier, wo ich gerade, okay, man sieht, wie es aussieht, hier die Spitzhacke gar nicht, wie sie sich bewegt, fällt mir gerade so auf. Das Ganze kann man natürlich auch so unsichtbar machen, wie ich es jetzt vorhin hatte. Man sieht halt jetzt meine Maus noch. Und ich könnte jetzt auch hergehen, gehe in die Gameplay zum Beispiel rein. Oder
freie Drohne, kann ich selber steuern. Das ist mit WASD ganz normal. Und wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält, kann man sich so hin und her bewegen. Nach rechts und nach links. Oder halt so die Kamera im Kreis bewegen, nach oben, nach unten. Und ich finde es eigentlich ganz nice. Da hinten ist gerade der runtergesprungen, der uns getötet hat, glaube ich. Das ist der. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem neuen Feature in die Kommentare schreiben. Man kann jetzt auch hergehen, ich könnte jetzt sagen, ja, ich gehe jetzt her zu denen. Wenn ich jetzt in die Gameplay gehe, schaue ich mir mal an, wie der gespielt hat. Oder das bin ich wieder. Oder Super to Me. Oder wie der heißt, könnte ich jetzt auch so zuschauen. Da könnte ich auch die Sicht von meinem Gegner sehen. Und das ist der, den ich getötet habe. Der läuft nämlich hier hoch und das bin ich. Und das ist der, den ich getötet habe. Das ist cool nochmal zu sehen. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!